Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Ja, und wir haben heute den 27. Juni und am 27. Juni, heute, hat Geburtstag Nico Rosberg. Nico alles, Rosberg. Alles Gute zum Geburtstag. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Warum? Das ist einer von denen, die im Kreis fahren. Ja, aber die fahren auch mal Kurven. Ach. Nicht nur so komplett im Kreis, sondern die fahren auch mal so zicki-zacki. Ja? Und der Nico Rosberg ist ja auch Weltmeister und an so ein Zeug. All so ein Zeug. Ja, ja, aber richtig gut gewesen irgendwie in der Zeit. Nee, der wird sicher auch früher mit Kartfahren angefangen haben und so, als Kind schon. Mario Kart? Mario Kart, ja, genau. Wahrscheinlich. Was war am 27. Juni noch? Es war ein großer Tag für die Grünen. Nein. Also 2006 war es so, dass Joschka Fischer vor seiner Fraktion, also Bündnis 90 Die Grünen, eine Rede gehalten hat, in der er gesagt hat, dass er sich von der Politik zurückzieht. Ach so, deswegen meinst du großer Tag für die Politik oder für die Nation. Ja, also Joschka Fischer ist zurückgetreten. 2006. Er hat sich aus der Politik zurückgezogen. Als Außenminister noch? Ich glaube, unter der Regierung Gerhard Schröder als Außenminister. Ich weiß nicht, ob er da noch amtierend war. Müsste man recherchieren. Naja. Auf jeden Fall hat er da aufgehört und hat dann aber später eine neue Stelle bekommen, was relativ interessant ist. Er hat eine Stelle als Gastdozent in Princeton. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Der Grüne, ne? Tja. Geht in die USA nach Princeton. Logisch. Klar. Ja, aber das passt ja auch zu dem eigentlichen heutigen Tag. Heute ist ja auch Siebenschläfertag. Hier haben wir einen Siebenschläfer. Och, wie süß. Ja. Aber weißt du eigentlich, woher das mit dem Siebenschläfer kommt? Nein, aber ja. Du wirst es mir sicher sagen. Ich hab's ja, ich hab's rausgesucht. Also, seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag einer alten Legende. Hm? Ja. Nach dieser Legende haben sieben junge Christen in der Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Decius, das war 249 bis 251, in einer Berghöhle nahe Ephesus Zuflucht gesucht. Also sieben junge Christen haben Zuflucht gesucht in einer Höhle. Sie wurden entdeckt und lebendig eingemauert. Diese sieben jungen Christen wurden eingemauert. Der Legende nach starben sie aber nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang. Und am 27. Juni, heute, ja, 446, wurden sie zufällig entdeckt, wachten auf und sind auferstanden sozusagen von den Toten und starben wenige Zeit später. Aber das heißt also, eigentlich hat Siebenschläfertag mit dem Tier null zu tun, sondern es kommt von dieser Legende von den sieben Christen, die eingemauert sind und 195 Jahre lang geschlafen haben. Und es war nicht einer der sieben irgendwas geschlafen, sondern es waren sieben, die 195 Jahre lang geschlafen haben. Du hast gerade mit Jahreszahlen um dich geworfen, 249, 251. Ich wollte dich kurz fragen, vor oder nach Christus, aber es ist ja eigentlich logisch, ne? Nach. Ja, junge Christen. Junge Christen. Alter. Ja, aber wo wir bei dem Thema sind, mit Leuten, die irgendwo eingeschlossen sind, 2002 waren nämlich 107 Menschen, Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder, auf einem Schiff in der Antarktis vom Eis umschlossen. Das war die Magdalena Oldendorf und Eis außenrum, die konnten nicht vor, nicht zurück und waren da zwei Wochen eingeschlossen, bis sie letztendlich mit Hubschraubern evakuiert worden sind. Und am Siebenschläfertag sind sie evakuiert worden. Ist ja auch lustig, ne? Ja? Muss man ja auch erstmal sich vorstellen. Ja, das ist... Was ein Zufall. Vielleicht haben die geschlafen. Vielleicht waren das ja auch sieben Christen da auf dem Schiff. Möglicherweise. 100 normale und sieben Christen. Ja, weil wahrscheinlich. 107 Leute. 100 normale und sieben Christen. Wieso sind die Christen denn nicht normal? Was heißt denn du für eine Konfektion? Ich? Normal. genau. Verstehst du? Konfektion? Egal. Naja. Ja. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen mit Sashi und mit Till. Till und sein Vlog mit seinem Kanal. Till und sein Vlog. Da müsst ihr jetzt drauf gehen und gucken, was der alles heute so erlebt hat, weil der hat ja tägliche Vlogs. Ja? Jeden verdammten Scheißtag tut er sein Leben da filmen. Hammer, oder? Hatte ich gar nicht die Energie. Aber er macht das, ja. Und ist auch sehenswert. Also geht mal auf seinen Kanal. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.
Ciao.